Wir starten heute mit Wachstum und Zerfall, also Praxisaufgaben. Eine Aufgabe hatten wir ja im Test, die habe ich einfach so hingeschrieben, ohne Text. Und zwar, ich hatte hingeschrieben, vier, oh, jetzt fange ich mit, ach naja, Jod, doch, die Farbe kommt ungefähr hin. 4 Kilogramm Jod. Jod wird heute mit I geschrieben, aber das ist noch die alte Schreibweise. Ich nehme das J, das gefällt mir einfach besser. Das sieht, für mich sieht es schöner aus, weil ich noch von der alten Sorte bin. Zerfällt zur Hälfte seiner Menge innerhalb von 8 Tagen. So, aber jetzt weiß ich nicht, wie lange es dauert, deswegen schreibe ich hier ein X, wenn Jod nicht zur Hälfte zerfällt, sondern meinetwegen zu 0,25 Kilogramm. Ich weiß, ich habe jetzt die Aufgabe ein kleines bisschen abgewandelt. So, ich mache mal Pause. Wir werden also Videozeit sparen. Wer zu Hause nochmal üben will, der drückt jetzt auch die Pause-Taste und überlegt sich einen Weg. Gut, genauso machen wir es. Wir bringen erstmal alles, was nicht X heißt, auf die andere Seite. Da ich es ja hier mit einem Produkt zu tun habe, ne, 4 Kilogramm Jod mal, tralala, sage ich, okay, ich teile durch 4 Kilogramm Jod. Das hört sich jetzt ein bisschen pingelig an, wenn ich das sage, durch 4 Kilogramm Jod, aber der Nutzen wird ganz schnell dann sichtbar, wenn man hinterher nämlich dann sagt, ach so, da müssen ja Tage rauskommen, da müssen ja Kilogramm rauskommen, da müssen Euro rauskommen. Also wenn es dann um die wahre Einheit geht. Dann steht hier drüben 0,5 hoch x geteilt durch 8d, wie Tage, ist gleich, ich mache es mal ausführlich, später werden wir das dann ein bisschen kleiner, leichter machen, geteilt durch 4 Kilogramm Jod. Jetzt gucken wir mal, was hier auf der rechten Seite übrig bleibt. Ich kann durch Jod kürzen, Jod durch Jod ist 1, Jod durch Jod ist 1, Kilogramm durch Kilogramm ist 1, Kilogramm durch Kilogramm ist 1. Ich kann auch durch 4 kürzen. Dazu mal schneller Ausblick, 0,25 ist ja ein Viertel, ne? Ein Viertel steht hier oben, ne? Ein Viertel. Ein Viertel durch 4 könnte ich sagen, hier durch. Also das jetzt mal. Ein Viertel durch 4, was heißt das? Das heißt, dass die 4 mit runterrutscht. Ist ein Sechzehntel. Logisch? Ne? Die wandert hier mit hin. Schwupp. Dann steht sie mit hier. 4 mal 4 ist 16. Also hier drüben werde ich dann für dahin schreiben. Durchgestrichen. Ein Sechzehntel. Jetzt ist es sehr unübersichtlich. Es lohnt sich, dass ihr solche Dinge, die übrig bleibt, hier oben mindestens eine 1. Nicht einmal wegstreichen. Hier eine 4. Entschuldigung, nicht die 4. Die ist ja durchgestrichen. Und hier die 16, die bleibt dann übrig. Damit es, das ist keine Schande, sich das nochmal klar zu machen, was hier unten wirklich noch und oben auf dem Bruchstrich übrig bleibt. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt machen wir ganz normal weiter. Ich mache mal in Schwarz weiter. Das gefällt mir mehr. Am besten wir logarithmieren jetzt. Ich nehme den natürlichen Logarithmus, weil es mir jetzt besser gefällt. Ich könnte auch LG hinschreiben. Jetzt mache ich mal was Kurzes. Wenn ich jetzt hier ln 0,5 hoch x hoch 8 durch 8d schreibe, dann kann ich gleich wissen, mittlerweile als Profi, seid ihr ja langsam, dass dieses x geteilt durch 8 Tage sowieso vor den Logarithmus 0,5 kommt. Und hier drüben steht ln 1 Sechzehntel. So, jetzt mal 8 Tage. Mal 8 Tage. Achtung, nicht, dass mir jetzt einer sagt, na hurra, ln 1 Sechzehntel. 8 und 16, da kann ich ja kürzen. Nein, 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 nein. Das wäre tödlich. So, und da ich sowieso durch 0, ln 0,5 teilen muss, kann ich gleich mal 8 Tage durch ln 0,5 hinschreiben. Hinter den Regiestrich, was ich dann machen will. Also steht mein x schon alleine. Ich habe eine Schreibzeile gespart. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ln von 1 Sechzehntel geteilt durch ln von 0,5. Das kann ich dann eintippen und ich schlage vor, danach erst mit 8 Tagen zu multiplizieren. So, wenn man das jetzt eingibt, da bin ich mal gespannt, was ihr raus habt. Okay, nochmal. Wenn ich ein Viertel habe, 0,25, naja, dann, Moment, ich schreibe es nochmal rechts hin. Die Frage war, wie kommt denn hier ein Sechzehntel raus, ne? Also,
hier, um diesen Kram geht's. 0,25 wollte ich dann durch 4 teilen. Was kann ich daraus machen? Ich kann aus 0,25 ein Viertel machen und teile das durch 4. Ich kann aber gleich die 4 hier runterschreiben. Dann heißt das, das ist 1 durch 4 und 4. Also 1 durch 4 teilen und nochmal durch 4 teilen ist 1 Sechzehntel. Okay, gut. So, 32 hatten wir dann hier als Ergebnis raus. In 32 Tagen liegt nur noch so wenig Jod vor. Nichts zu winken, ne? Wir haben hier nämlich eine Co-Moderatorin sitzen und die hätte mir dann schon gesagt, wenn irgendwas nicht stimmt. Nächste Aufgabe. Ich sag mal die Aufgabe und zeige, wie man aus einer langen Aufgabe eine kurze Aufgabe macht. Wir können ja nicht mit Wörtern rechnen, aber mit kleinen Symbolen schon. Wir schreiben einfach, das war eine Beispielaufgabe, jetzt kommt mal eine Übungsaufgabe, gegeben und fangen an zu lesen. Wenn jetzt einer wie folgt liest, macht das falsch. Die Aufgabe heißt, ein Bakterienstamm mit 100.000 Zellen stirbt ab, pro Stunde sterben 40% des Stammes. Wie viele Bakterien sind nach 5 Stunden noch vorhanden? Habe ich nicht verstanden. Ein Bakterienstamm mit 100.000 Zellen stirbt ab, so geht das nicht. Der liebe Gott hat uns Punkte und Kommata und ähnliche Zeichen geschaffen, auf das wir innehalten. Lasst es uns nochmal wie folgt lesen. Ein Bakterienstamm mit 100.000 Zellen stirbt ab. Aha. 100.000 Zellen. Das ist eine Menge, ne? Irgendeine Menge. Eine Ausgangsmenge wahrscheinlich. Wenn sie absterben. Also Ausgangsmenge. So könnte man... Man macht sich kurze Symbole. Pro Stunde sterben 40% des Stammes. 40% pro Stunde sterben. Wie viele Bakterien sind nach 5 Stunden noch vorhanden? Aha. Gesucht. Menge nach T gleich 5 Stunden. Zur Lösung. So, jetzt seid ihr wieder gefragt. Ich mache in der Zeitpause. Genau, wir haben uns hier eine Formel erarbeitet. Und zwar, wir sagen, Ausgangsmenge 100.000 Zellen mal 0,6 hoch 5 Stunden durch 1 Stunde. Ich gehe mal auf die 0,6 zuerst ein. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das 0,4 oder 0,6 heißen muss, macht man Folgendes. Man sagt, okay, Petrischale von oben, das wäre eine ganze Petrischale voll, das wären volle 100.000 Zellen. Pro Stunde sterben 40%. Einmal durchgezeichnet wäre die Hälfte, wäre nicht günstig. Dann mache ich das eben ein bisschen so und sage, das sind 40% ungefähr, die sind tot. Also wenn 40% tot sind, ne, dann müssen 60% noch übrig sein. Wie sagt man hier, noch lebig, ne? Also das heißt, die Menge danach sind 60% und 60% ist nun mal 0,6. 60%, 60 Hundertstel, also 0,6. So, jetzt, unten unter dem Bruchstrich des Exponenten kommt die Zeit, in der die alle gestorben sind. Pro Stunde heißt pro eine Stunde. Und oben ist ja... Also im Zähler des Exponenten steht ja 5 Stunden, weil wir wissen wollen, wie viel hinterher noch übrig sind. Ist gleich Menge nach Tod. Der Rest ist jetzt leicht. Wir rechnen jetzt. Ihr könnt ja weiterrechnen. Wir haben rausgekriegt nach Tippen, Tippeltappetur, 0,6 hoch 5. Ne? Denn hier kürzt sich das. Daran kann man sehen, es ist ein sauberer Exponent. 5 durch 1, also 5. 0,6 hoch 5. Und das dann mal... 100.000 ergibt 7.776 Zellen. Wenn hier irgendwie ein Komma dahinter stünde, meinetwegen 7.776,4 Zellen, dann muss ich auf die 0,4 Zellen verzichten. Bei Lebewesen macht man das nicht. Also ich habe noch nie gesehen, dass man sagt, ein halber Mensch oder so. Ne? Obwohl man das manchmal so erzählt. Nochmal auf die Frage. Hier kam eine Frage. Wieso nehmen wir hier 0,6? Wir haben doch sonst immer 1,07 oder sowas genommen. Nochmal ganz kurz drauf eingegangen. Ich mache es mal ganz einfach. Nehmen wir mal an, 5 Bakterien ist eine Ausgangszahl, die verdoppelt sich. Also sage ich mal 2 hoch, tralala, weiß der Deibel, x Tage, so, x
zum Beispiel. Da verdoppelt sie sich. Die würde sich vervierfachen, dann würde ich eine 4 hinschreiben. Die würde sich verdreifachen, würde ich eine 3 hinschreiben. Diese würde sich versiebenfachen, würde ich eine 7 hinschreiben und so weiter. Ich habe jetzt ganz extra hier immer an diese Stelle genau das hingeschrieben, was passiert. Wenn ich aber sage, ich lege Geld an, bleiben wir mal beim Geld, ich mache das mal rot, beim Geld, da verdoppelt sich das Geld nicht, also das ist ganz selten. Wer sowas macht, hat meistens ein Glücksspiel irgendwie in Gang gebracht. Bei Geld ist es im Allgemeinen so, ich gehe zur Bank und sage, lieber Herr Direktor der Bank, ich habe hier 100.000 Euro und wie viel Zinsen geben Sie mir? Und sagt dann, ja, bei 100.000 Euro geben wir Ihnen 3% Zinsen. Das ist aber nicht viel. Wenn ich jetzt schreibe, mal 0,03, dann hätte ich nur die Zinsen, die ich darauf kriege. Wenn ich aber sage, ich möchte wissen, was ich hernach noch habe nach dem Jahr, das ist jetzt Zins pro Jahr, dann sage ich, okay, dann habe ich die 0,03 als Zinsen, ne, 3%, und das, was ich noch habe, sind meine 100.000, also schreibe ich mal 1,03. Moment. Wir haben Aufgabe 2 und die ist so, oh, die ist so ähnlich wie Aufgabe 1. Aufgabe 2 ist so ähnlich wie Aufgabe 1. Ein Virenstamm mit 100.000 Zellen. Na gut, freuen wir uns. 100.000 Zellen stirbt ab in 40 Minuten. Also, in 40 Minuten sterben wieder 40% der Zellen. Wie viele Viren sind nach, wie viele Viren sind nach, also gesucht ist die Menge, wie viel nach 5 Stunden? Wie gehen wir jetzt bei? Jetzt müssen wir eigentlich das gleiche machen wie eben. Genau, wir haben es so hingeschrieben, im Prinzip entspricht es der anderen Aufgabe, das sind also 100.000 Zellen mal 0,6, hier hatten wir aber glücklicherweise 5 Stunden durch eine Stunde, jetzt sterben die schneller, wahrscheinlich haben wir mehr Gift reingetan in die Schale. Und wenn man das jetzt so hinschreibt, ist man in einer ganz beneidenswerten Lage. Man sagt mal 0,6 hoch, 5 Stunden durch 40 Minuten. Das ist kein sauberer Exponent, mit dem man umgehen kann. Und jetzt mal eine schnelle Nebenrechnung zum Zeigen. Entweder wir formen die Stunden in Minuten um, das geht. 5 mal 60 sind 300, das geht relativ schnell. Oder wir machen mal 2/3 Stunden aus 40 Minuten. Dann sieht das wie folgt aus. Dann haben wir hier 5 Stunden geteilt durch 2/3 Stunden. Geteilt durch heißt mal Reziproken. Deswegen wandert die 3 oben hin. Mal sehen, ob das gleiche rauskommt. Die kürzen sich die Stunden. Frage? Dann lasst es. 5 mal 3 durch 2, 35, 15, sind 7,5. Muss hier rauskommen. Also hier 7,5 hoch 7,5. Probieren wir das mal mit der anderen Variante. Das wären also 300 Minuten geteilt durch 40 Minuten. Ja, wir haben gleiche Maßeinheiten. Jetzt kann man damit umgehen. Die 0, die kann man wegstreichen. Ne? Die 0 ist weg jetzt hier. Und 30 durch 4. Das ist genauso wie 15 durch 2, also es kommt das gleiche raus. Gut, jetzt ist eine Frage des Eintippens, macht mal bitte. Gut, wir haben jetzt ausgerechnet. Nochmal schnell zur Nebenrechnung, wie ich mit dem Zeug umgegangen bin. Ich habe also gesagt, 5 Stunden geteilt durch 2/3, kann ich sagen, geteilt durch 2 mal 3, ne? Das wäre nämlich das Reziproke. Da kommen wir dann auf den Exponenten von 7,5. Oder wir sagen 300 Minuten durch 40 Minuten gekürzt, 30 durch 4 ergibt auch 7,5. Wenn man das ausrechnet, kommt jetzt ein bisschen was Verrücktes raus. Ich zeige mal das Verrückte in hellblau, nämlich das hier. Wir müssen, egal was hier hinten steht, selbst wenn da 0,99 stünde, müssen wir sagen, nach genau dieser Zeit kann ich hinten, egal was hinter dem Komma steht, muss ich wegstreichen. Ich kann also nur den Integer, sagt man auf Englisch, die Integre, die unantastbare Zahl vor dem Komma nehmen. Das ist in diesem Fall dann nur noch möglich. Ich kann also nur sagen, es sind 2168 Zellen danach vorhanden. Ich sag's nochmal, 0,99 heißt immer noch, muss ich wegstreichen. Es gibt keinen 0,99-fachen Organismus, der lebensfähig ist.
Ja, jetzt könnte einer sagen, was ist, wenn ich mir ein Bein abschneide, dann bin ich vielleicht bloß noch 80%. Lass mal diesen Quatsch jetzt mal. Hier geht es um einfache Zellen. Gut, nächste Aufgabe. Die Aufgabe lautet wie folgt. Das wäre hier in diesem Fall mal, ja, das wäre mal eine fünfte Aufgabe. Alle anderen Aufgaben danach waren immer wieder zerfallen und sterben und so weiter. Das ist nicht mehr so schwer, lohnt sich jetzt nicht. Geld anlegen. Geld anzulegen als Tagesgeld bringt 2,3% Zinsen pro Jahr. Also gegeben Zinssatz von, also ist gleich, können wir schreiben, 2,3% per annum pro Jahr. Ne? Wie viel Geld gesucht? Wie viel Geld liegt nach 4 Jahren und 17 Tagen auf dem Konto bei Anlage von 4.000 Euro? Aha, Kapital gleich 4.000 Euro. Und die Anlagezeit T ist gleich 4 Jahre. 4 Jahre plus 17 Tage. So, gesucht ist Geld danach. Lösung. Wie schreiben wir es? Genauso geht es jetzt weiter. 4.000 Euro Anlagekapital mal 1,023. Ne, ich möchte mein Geld wieder haben. Hoch, und das habe ich extra mal in Rot geschrieben, die 4 Jahre in Tage umgewandelt, denn ich muss durch 360 Tage teilen. Nebenbei mal zur Information, Banker rechnen grundsätzlich mit 360 Tagen. Sonst gäbe es mal 365, 366, je nach Schaltjahr und so weiter. Tun die sich alle nicht an, die sagen einfach, die teilen das Jahr durch 360 Tage. Peng aus. Gibt es keinen Vertun. So, demzufolge rechne ich hier am besten in Tagen. Die Tage, die kürzen sich weg. Das ist schon mal gut. Dann habe ich eine Sorge weniger und jetzt muss ich diesen ganzen Kram eintippen und ausrechnen. Achtung, Leute, setzt hier eine Klammer. Ich mache die in lila. Setzt tippmäßig eine Klammer. Hoch diesen Ausdruck. Nicht, dass da was schief geht. Nicht, dass der Taschenrechner rechnet 1,023 hoch 1457 und teilt hinterher durch 360. Bloß mal geschätzt, was muss denn ungefähr rauskommen, damit wir wissen, ob wir richtig gerechnet haben. Was muss ungefähr rauskommen? Das sind 4 Jahre, viermal dieses 1,023. Was muss denn ungefähr rauskommen? Gut, wir haben jetzt gesagt, na, 5.000 ist schon zu viel. Also wenn ich das 4 Jahre mal mache, das ist eigentlich 4.000 mal 1. Hier wird nicht viel dazukommen. Und ich habe das deswegen gefragt, was muss ungefähr rauskommen, wenn man das nicht mit Klammern richtig sauber eintippt, kommen manchmal unmögliche Ergebnisse raus. Viel zu wenig, viel zu viel, irgendwas. Also der Erwartungswert ist um die 4.300 vielleicht. Und nochmal bitte, wie viel kommt raus? 4.000? 4.385, was bitte? 6,0 Euro, genau. So wird mit Anlagen verfahren. Das kann man jetzt bis zum Abwinken nochmal machen. Wenn ich die ganze Sache umdrehe, jetzt drehen wir uns mal um. Sagen wir bei der achten Aufgabe, die nächste hieße, gegeben ist folgender Umstand. Geld anzulegen als Tagesgeld, also bringt wieder einen Zinssatz von 2,3% per annum pro Jahr. Ne? Jetzt ist die große Frage. Anlagezeit. Und zwar, wie lange, ne, ist die Anlagezeit, muss ich 2.000 Euro anlegen? Aha, Kapital gleich 2.000 Euro. Um Zinsen, aha, und Zinsen, hinterher also, ne, Zinsen danach schreibe ich mal, damit man es besser sieht, um Zinsen von 30 Euro zu haben. Das heißt also, hier dahinter muss dann 2030 Euro stehen. Logisch? Hinter der Formel, ne? Wir machen es mal gleich, jetzt schon alleine wegen der Zeit. Also, dann sage ich, okay, 2000 Euro mal 1,023 hoch x 360stel Taktel ist gleich 2030 Euro. Ja. Und das kann man
jetzt letzten Endes nur noch machen, indem man logarithmiert und so weiter und so fort. Grundsätzlich, erster Schritt, was machen wir zuerst? Erstmal, bevor wir uns hier das Leben zu schwer machen, geteilt durch 2000 Euro. Und dann logarithmieren. Macht das gleich mal mit. Dann steht also, und logarithmieren, dann steht also ln von 1,023 ist gleich ln 2030 Euro geteilt durch 2000 Euro. Hier, davon den natürlichen Logarithmus. Und ich leiste mir den Luxus, das x nach vorne zu schreiben und durch 360 Tage, das kann ich mir schon fast schenken, aber ich schreibe es jetzt mal doch deutlich hin, denn die werden wir gleich noch auf die andere Seite bringen, mal 360 Tage. So, dann fangen wir hier erstmal an und streichen die Nullen weg, schreiben uns den ganzen Kram soweit auf und teilen dann gleichzeitig durch ln 1,023. Selber hinschreiben und danach nachvollziehen und ihr werdet sehen, das Leben wird euch leicht fallen. X ist also der ln von, die Euro kürzen sich natürlich auch weg, von 203 Zweihundertstel. Hinterher den ganzen Mist mal 360 Tage, was dabei rauskommt, geteilt durch den ln von 1,023. Und dann tippen, x ist demzufolge, wir kriegen Tage hinterher raus. Wenn ich das alles sauber eingetippt habe, komme ich auf 235,7089 Tage. Ein ganzer Banktag, also die werden uns natürlich noch einen Tag länger warten lassen, in diesem Fall runden wir auf. Die sagen nicht, kommen sie in einer halben Stunde wieder, dann sind die 0,7089 Tage rum. Also so genau machen sie es nicht, es wird nicht auf Sekunde verzinst, sondern auf ganze Tage. Also das werden dann praxisgerecht x gleich 236 Tage. So, nächste Woche, ich schließe erstmal das Video ab.